Der Asteroidengürtel befindet sich zwischen Mars und Jupiter. Mars ist hier, Jupiter hier außen. All die blauen Punkte dazwischen sind die Asteroide. Hier sind mal zufällig 10.000 Orbits von aktuellen Asteroiden eingetragen. Man kennt so vielleicht eine halbe Million, ein bisschen mehr. Insgesamt werden sicherlich mehr da sein, vielleicht über eine Million Asteroide. Die meisten sind relativ klein, vielleicht 10 Meter oder sowas, aber die können auch 100 Meter bis zu mehreren Kilometern groß sein. Der größte ist Ceres mit knapp 1000 Kilometern im Durchmesser. Der Abstand Sonne-Erde ist bekannt, eine astronomische Einheit, und der Asteroidengürtel selbst befindet sich dann von circa, wie man hier sehen kann, der fängt vielleicht hier an, hier von vielleicht 2 bis in etwa 3 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, wobei das Ganze geht vielleicht noch bis raus, bis 4 astronomische Einheiten, fängt vielleicht weiter innen an, das sind nur grobe Abschätzungen. Außerdem befinden sich Asteroide quer durchs ganze Sonnensystem, nicht so viele wie im Asteroidengürtel, aber auf der Jupiterbahn kann man sehen, gibt es überall Asteroide. Dann gibt es noch welche in diesen Lagrangeschen Punkten, die Trojaner, also etwas vor und etwas hinter Jupiter, die dort umlaufen, und es kann auch noch welche weiter außen geben. Die meisten Asteroide sind im Asteroidengürtel, aber man findet sie quer durchs gesamte Sonnensystem.